auf Netflix ganz neu der neue Science-Fiction-Thriller von Regisseur Alexandre Aja. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Jedenfalls dem Regisseur, der uns auch High Tension oder Mirrors oder Piranha 3D oder den Alligator-Horror Crawl gebracht hat. Und mit einer Lauflänge von ca. 100 Minuten und einer Freigabe ab 16 relativ kurzweilig geraten ist. Und die Story ist noch relativ kurz runtergerissen. Hauptprotagonistin Elizabeth wacht in einer kryogenischen Kammer auf, also aus dem Kältetiefschlaf. Das Problem ist, sie hat keinerlei Erinnerungen daran, wie sie dorthin gekommen ist, warum sie dort ist und überhaupt wer sie ist. Allerdings werden ihr zwei Dinge relativ schnell klar. Erstens, alleine kommt sie dort nicht raus und zweitens, der Sauerstoffgehalt, der sinkt rapide, abgesehen davon, dass er eh schon zum Zeit des Erwachens relativ gut runter ist. Von nun an versucht sie halt fieberhaft wieder ihre Gedächtnislücken irgendwie zu füllen und einen Ausweg aus dieser Situation zu finden, bevor ihr der Sauerstoff gänzlich ausgeht. Ja, Pluspunkte des Films, also er ist schon recht spannend inszeniert und auch ziemlich klaustrophobisch. Also wer zum Beispiel den Film Buried, lebendig begraben mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle gesehen hat, kann wirklich Parallelen auch zu diesem Film hier ziehen, nur dass das eher so in einem Science-Fiction-Gewand ist. Jedenfalls ist dieses klaustrophobische Feeling, das kommt auch gut rüber, das ist wirklich überzeugend gespielt. Und ja, weiterer Pluspunkt, es gibt ein paar Momente, wo man sich auch wirklich so gut erschreckt, also nicht so ganz billige Jumpscares, wie es in anderen Filmen der Fall ist. So zwei, drei Mal habe ich mich selber wirklich ganz gut erschrocken hier. Und ja, man kann die Verzweiflung und die Panik, die Protagonistin hier rüberbringt, richtig gut mitempfinden, also man fiebert hier auch richtig gut mit. Und der Film hat zudem so ein paar nette Twists inklusive des Endes, die man nicht unbedingt so jetzt voraussehen muss, der eine oder andere vielleicht kann oder getan hat, aber für mich hatte der Film die eine oder andere Überraschung tatsächlich parat. Ja, Minuspunkte gibt es bei dem Film auch, also gelegentlich war hier das eine oder andere doofe Verhalten der Hauptdarstellerin, wo ich so dachte, ja, warum hat man das ins Drehbuch jetzt so übernommen? Ich meine, Panik gut hin und her, aber es gab so eine Stelle, wo sie nach einer bestimmten Idee, die gekommen ist, gehandelt hat. Das ist mir persönlich schon viel früher in den Sinn gekommen. Hinzu kommt, dass der Film an der einen oder anderen Stelle, das will ich jetzt auch nur so medium als Minuspunkt anbringen, schon ein bisschen langatmig ist, obwohl er insgesamt recht kurzweilig wirkt. Aber es gab so ein paar Stellen, wo ich dachte, ja, jetzt könnte man auch mal so ein bisschen hier vorankommen. Aber das ist letztendlich Meckern auf hohem Niveau von mir. Ja, zum Fazit. Also Oxygen ist für mich ein kurzweiliger, klaustrophobischer Thriller im Science-Fiction-Gewand, wo man wirklich den Vergleich zu Buried mit Ryan Reynolds ziehen kann. Und obwohl er so ein paar kleine Längen zwischendurch hat, ist er insgesamt schon ziemlich unterhaltsam und hat ein Ende, das man eventuell nicht so auf diese Art und Weise erwartet. Für mich ist er jedenfalls eine der besseren Netflix-hauseigenen Filmproduktionen und bekommt von daher von mir 8 von 10 möglichen Punkten. So, das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Lass mir gerne auch ein Abo da. Ich halte jetzt endlich die Klappe und bin raus.